Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Auto Brokers International in Fort Lauderdale, Florida. Hier mit großer Freude unser nächster Raptor. Das ist ein 2021er Ford F-150 Raptor. Der Raptor ist die Baja California Offroad Variante des Ford F-150, der meistverkaufte Truck in den USA und wahrscheinlich somit weltweit. Das ist als 21er die neue 14. Generation. Das Fahrzeug kommt in Agati Black, Leder schwarz innen. Er hat das 802A Paket, also das Luxuspaket. Ich glaube, das sind die 17 Zoll Felgen, Fox Stoßdämpfersystem. Das ist hoch Offroad-fähig das Ganze. Sehr cooler Pickup-Truck. Sehr schwarz. Die Heckklappe lässt sich elektrisch öffnen. Der Spray-and-Bedliner ist schon installiert. Das würde ich immer nehmen bei einem Pickup. Schön ist auch der Step. Da drückt man dann da drauf. Und das erleichtert dann den Aufstieg auf die Ladefläche. Auch nett ist hier, sind die Maße, Inches und Zentimeter, wenn man was zuschneiden will. Hier hinten dann ein elektrisches Heckfenster, das sich von vorne bedient. Und ganz toll, hier ist ein eingebauter 2 Kilowatt Generator. Über den könnte man als Beispiel eine Handstichsäge bedienen, wenn man was zuschneiden muss oder fürs Campen. Schöne Sache. Also der ist hoch ausgestattet, der Raptor ohnehin. Und mit diesem Paket, was dem fehlt, ist das Raptor 37 Performance Paket. Also nicht fehlt, sondern das ist sehr beliebt. Aber das bekommen nur 25% aller Raptors. Dann sind wir bei, ich glaube, 1250. Ja, Sidesteps oder Running Rails, wie man das nennen will, schauen wir mal hinten rein. Die schließen sich ja heutzutage immer schön ab, automatisch. Da muss man auch nur mal sicher gehen. Das ist auch ganz nett hier, kann man per Hand einen Code eingeben, um da reinzukommen. Und Leder schwarz, wie wir sehen. Wir beginnen lieber von hinten. Hier viel Platz hinten und auch viel zusätzlicher Stauraum. Das ist eine schöne Sache. Wenn man dann einsteigen kann, sieht man auch hier die Anschlussfähigkeiten, Möglichkeiten, Sitzheizung auch hinten. Vollleder und sehr toll ist das optionale zweiteilige Panorama-Schiebedach. Also der vordere Teil lässt sich auch öffnen. Macht sehr hell. Hier sehen wir, der hat das Bang & Olufsen Soundsystem mit ganz vielen Lautsprechern. Sogar hier zum Beispiel oben kann man das sehen. Ist auch ein wahnsinnig gutes Soundsystem, muss ich sagen. Ist ja nicht unser erster F-150. Ja, elektrisch verstellbare Sitze in allen Varianten. Raptor hier eingestickt. Nochmal ein Blick, wenn man dann einsteigt. Haben wir hier nochmal Auxiliaries. Das ist der große neue Bildschirm. Ich glaube, das ist 12 Inch. Hier sehen Sie die Schaltwippen. Das ist eine 10-Gang-Automatik. Das Fahrzeug hat 450 PS. Allrad zuschaltbar in allen Varianten. Er hat den Anhängerassistenten. Wenn wir den Rückwärtsgang sehen, der hat die 360-Grad-Kamera. Hat er auch diverse Varianten, die man umstellen kann. Die Automatik oder der Schalthebel ist elektronisch versenkbar und gibt dann die Möglichkeit, hier eine Arbeitsplattform zu nutzen, sei es für einen kleinen Snack oder vielleicht fürs Laptop. Auch neu hier Induktionsladung fürs Telefon und natürlich überall USB-Anschlüsse, wie sich das gehört. Alle Sicherheitssysteme
die man so brauchen kann. Kollisionswarner, Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, noch mehr Lautsprecher. Ich glaube, es sind 19 Bang & Olufsen. Auch, ich glaube, auch in der Kopfstütze ist was drin, das ist auch ein Zeichen. Ja, ich denke, wir haben so ziemlich alles durch. Belüftbare Sitze vorne, eine tolle Sache hier in Florida. Weiteres Display hier, Multifunktionslenkrad, alles sehr schwarz, gibt auch andere Farben. Ist ein Benziner, der EcoBoost bringt es auf 450 PS, 3,6 Liter, 6 Zylinder, alles an seinem Platz. Das Fahrzeug kommt ja von Ford Performance und kommt gewaltig daher. Ich stelle mir den mal vor, in Deutschland auf der Autobahn. Unter Bodenschutz, Abschlepphaken vorne, Bridget Nebelscheinwerfer. Das ist ein toller, wirklich toller Pickup, mit dem man nicht nur Aufsehen erregt, sondern auch viel, viel Fahrspaß haben wird. Wir, das Team von Schoner Autobrokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde in Deutschland, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen im Bayerischen mit Ihrem 2021er Ford F-150 Raptor in schwarz innen, schwarz außen und dem 802A-Paket und einigen anderen Extras. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Speditionspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe und dort wird das Fahrzeug dann fachgerecht im Container verpackt und geht dann auf seine Reise zum Hafen in Bremerhaven und von dort dann in die Homologation und TÜV zulassungsfähig in Deutschland ohne Probleme. Vielen Dank und auf Wiederhören.